Also von daher. Also habe ich jetzt hier Kontakt mit möglichen Terroristen. Okay. Mit einem Reichsbürger. Mit Sicherheit. Ja, natürlich. Ich stelle Bomben für den IS her. Damit wäre ich bestimmt. Damit wäre ich reich. Also. Ja, aber damit wirst du nicht glücklich. Nee, das nicht, ne? Aber man wird reich. Super. Man wird reich. Wenn es nichts Besseres gibt als reich sein. Also die meisten, die reich sind, die haben bestimmt alle Dreck am Stecken irgendwie. Ach ja? Immer stark von aus. Es gibt ja auch Selfmade-Millionäre, die nichts an, die keinen Dreck am Stecken haben. Mhm. Bruchteil. Gut, von denen. Ich weiß. Gut, ich kenne keinen Namen jetzt, okay, aber. Jetzt gucken wir mal. Okay, wir sind bei Nürnberg erst. Okay. Lalalalalala. Ja, aber das Steuern mit dem Lenkrad, das ist entspannt hier. Ja, also wirklich. Nicht mit dem Gamepad die ganze Zeit, sondern wirklich entspannt fahren. Hm? Mit einer Hand hat man, die eine Hand ist am Steuer. Die andere ist, nein. Die andere ist in der Hose. Nein. In der Hosentasche, ja. Nein. In der Tasche. Nein. Wo denn dann? An der Zigarette. Das auch. Aha. Aber unter anderem auch an der Wärmflasche. Aha. Oh Gott, Wärmflasche. Ja. Ja. Ich meine, du bist dann noch ein bisschen zu jung für. Mhm. Aber den Begriff Fernfahrermuschi hast du mit Sicherheit schon mal gehört, oder? Also, das driftet mir jetzt ein bisschen zu sehr ab. Gut. Wie gesagt, dafür bist du nur ein bisschen zu jung. Mhm. Ne, aber doch. Doch, das funktioniert. Also, habe ich zumindest gehört, dass es funktioniert. Hm? Voller Tank. Ja, das passt. Da geht's weiter, Kollege. Orientierungssinn. Der funktioniert. Nicht mehr. Doch. Sollte nur die Spur einhalten, wenn ich die Zigarette anmache. Es kann auch mal interessant werden sonst. Und aber da ich weiß, dann habt ihr wieder was zu lachen. Ne? Natürlich. Wusstet. Ich schalte doch nur jeden Tag ein, um zu warten, bis dein LKW umfällt. Aber witzigerweise, er ist bis jetzt nicht umgefallen. Na. Zack, ich auf der Seite. Das ist das Schöne einfach hier an dem Lenkrad, dass du wirklich so einen hohen Anschlagwinkel hast. Weißt du, aus Protest kaufe ich mir gleich einen ETS, gehe in den Multiplayer rein und ramme dich von der Straße runter. Dazu müsstest du erst mal 2 Stunden spielen. Das krieg ich hin. Nein, also 2 Zeitstunden, 2 reale Zeitstunden. Ja, ich weiß. Das krieg ich hin. Mhm. Dann halt im nächsten Stream meinetwegen. Ist klar. Du weißt aber schon, dass du dann relativ zügig gebannt wirst, ne? Ja, gut. Besonders wenn ich dich dann melde. Ja, ja, die Regeln hier im. Die Regeln hier, die sind verdammt streng. Mhm. Die Regeln hier sind wirklich verdammt streng. Ich wäre ein friedvoller LKW-Fahrer. Mhm.
Aber bitte, warum nicht? Was macht eigentlich Fumpi gerade? Ich höre euch zu. Der spielt. Nein. 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 Landwirtschaftssimulator. Nein. Übrigens, wie gesagt, morgen Abend, aber wie gesagt, zu etwas humaneren Zeiten, wird der Landwirtschaftssimulator 17 rausgepackt. Weil ich will ein bisschen meine Farm noch weiter bauen. Und ich brauche halt Sklaven, die halt mitmachen. Ich hab den nur nicht. Kannst du übrigens wie momentan bitte? Sehr günstig holen. Ich habe das für 26 Euro schieß mich tot gekauft. Na, also wirklich günstig. Wenn man bei Steam kostet das irgendwie 30 Euro, 40 Euro? Kostet alles 40 Euro. 40 Euro kostet. Ne, und wie gesagt, ich habe es für 26 bezahlt. Via PayPal natürlich. Ne, und das ist mal wirklich eine Ansage. Mhm. Und ich habe sogar Content, den Fumpi gar nicht hatte. Warum auch immer. Ja, keine Ahnung. Aber den Link und zu der günstigeren Variante werde ich dann definitiv in die Beschreibung mit reinschmeißen. Und ich suche den für dich gleich schon mal raus. Weil du zahlst wirklich nur 26 Euro. Und 26 Euro, das ist ein verdammt guter Wert. Übrigens auch multiplayerfähig, ne? Ja, das ist mir bewusst. Ich muss aber gucken, ich hab nicht alles Geld. Bin auch nicht. Fumpi, ich glaube, ich hab dir aber den Link mal gegeben, ne? Wo du es angesehen hast. Kannst du den mal posten, bitte, im Link, im TS? Welt was? Soll ich bei posten? Wo ich das gekauft habe da? Bei MMOGA, meinst du? Nee, das habe ich nicht bei MMOGA gekauft. Ach, Tür tut. Genau, da. Moment. Mhm. Ich muss nämlich erstmal wieder an den Rechner dann. Ja, der liegt schon wieder im Bett. Jo, seit heute früh um 8 Uhr wach. Ja, selbst schuld. Ich bin seit 10 Uhr heute wach. Ich bin schon seit 10 Uhr wach und hab schon gearbeitet. Ja, damit kann ich jetzt nicht kommen. Ich bin schon seit 1 Uhr wach und hab nichts gemacht. Aber ich will ja nicht heulen. Macht das ja gerne. Mhm. Arbeiten, ja. Weil es deine Lebensgrundlage ist? Nein. Okay. Das mache ich nicht wegen der Kohle. Dass die Kohle dabei rumkommt, ist nett. Muss aber nicht sein. So, einmal hier der Link. Und zwar zahlst du da ein bisschen mehr. Also, wie gesagt, ich hab angeboten stets für 23,66 irgendwie. Ne, 22 Schiedsätze. Oder 22 plus halt Steuern bis bei 26 irgendwas. Ne, und wie gesagt, das ist wirklich ein sauguter Kurs. Muss dann aber nicht in Steam anlesen, sondern in... Im Giant Stop. Genau. Im Giant Store ist das. Und kriegst halt ein paar Bonusinhalte nochmal zusätzlich dabei. Übrigens, Thorsten, ich habe ja noch jetzt hier ein paar Mods, übrigens, die dann eventuell die ganze Arbeit uns noch erleichtern werden. Etwas. Okay, was zum Beispiel? Die sind nicht direkt im hier
bist du von hier Giants. Und zwar nämlich der GPS-Mod. GPS-Mod unter anderem. Ich habe dann noch eins gesehen. Inspect heißt der Mod. Wo man auch den Ladezustand der Fahrzeuge sehen kann. Das dafür habe ich ein anderes Modul. Mhm. Und zwar heißt es Drive Control. Das wird gut gepflegt. Und das ist interessant, in dem Sinne, weil es auf Fahrzeugen echte Differentiale hinzufügt. Okay. Und auch echten Four-Wheel-Drive. Bei hier Landwirtschaftssimulator hast du meistens nur entweder ihr Vorderradantrieb oder also hast du sozusagen ein halbautomatisches Differential. Mhm. Wenn du vorwärts fährst, drehen die Hinterreifen, wenn du rückwärts fährst, die Vorderreifen. Mhm. Und dort kannst du eben das dann einstellen, dass dann eben alle hier drehen. Mhm. Und verschiedene Differentialsperren kannst du auch noch mit einbasteln. Mhm. Also es geht ganz auch von alleine. Okay. Da kann ich so gar nichts großartig zu sagen, weil das habe ich noch. Da habe ich mich noch nicht mal ansatzweise mit beschäftigt. Na, ich sage es dir ja. Na, aber wie gesagt, dieser Inspect-Mod, den habe ich bei Gardarol gesehen. Ja, wie gesagt, das Ding macht. Das macht das gleiche wie hier. Wie eben Drive Control. Das Drive Control zeigt ja auch vom nächsten an den Fehlstand. Weil das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so unschlecht. Weil kann man nämlich im Zweifelsfall den Helfer dann auch schon mal sehen, wenn er zum Beispiel Mähdrescher unterwegs ist. Richtig, genau deswegen. Damit man ungefähr weiß, wann ich den das nächste Mal abtanken muss. Wobei, wenn der Helfer aktiv ist, geht bei 80% die Umleuchte an. Ja, aber ich bin halt nicht die ganze Zeit auf dem Feld dann mit dem. Na gut, okay. Das Problem ist eben bloß, dass du nicht spezifisch siehst vom Helfer, vom Fischern, sondern nur von dem Nächsten, was neben dir steht. Also sprich, wenn ein leerer Hänger neben dir steht, siehst du immer die 0%. Ja, beim Inspektor siehst du. Oder wenn wir beim Inspect-Mod Entschuldigung, da siehst du das dann auch. Ja, ist die Frage eben bloß vom Nächsten immer oder auch von weiter entfernten? Auch von weiter entfernten. Muss ich mir mal anschauen. Wie gesagt, der Mod heißt Inspect-Mod, der ist von 15 auf 17 hoch importiert, gebaut worden. Na, wie gesagt, ich muss mal angucken, wie die Bewertungen auch damit sind. Also, so wie ich das gesehen habe, sind die durchweg positiv. Wie gesagt, muss ich mal angucken. Kannst du beim Mod-Hoster finden. Ich weiß. So. 1100 Kilometer haben wir noch.